Du sollst gar nichts im Stockpile. Jetzt macht er endlich trinken. Gott sei Dank. Ist das unsere Still? Ja. Mach trinken, die Zwerge brauchen was zu trinken. Wir haben nämlich irgendwie es verpeilt, trinken zu kaufen. Aber wir haben Fisch. Ja, Pond Turtle. Aber wir kriegen Plump Habits rein. Okay, irgendeinen Fehler haben wir beim Handeln gemacht, habe ich das Gefühl. Sind die noch da? Nein, wir haben dafür aber Wildschweine. Das heißt, wir können mal kurz in unserem Stock gucken. Wir werden wahrscheinlich keinen Amboss haben. Nein, der würde dann sonst auch hier irgendwo rumliegen. Joblist, Manager, New Order. Wir machen mal wieder Wooden Bins. Genau, Wooden Bin, 10 Stück. Dass unser Carpenter auch mal wieder was zu tun hat. Und wir kriegen endlich trinken. Leute, trinkt was. Oder ist das ganze Trinken noch hier drin? Nein, hier sind nur Plump Habits Spawns drin. Das ist nämlich auch so eine Sache, wenn wir Pflanzen verbrauen, kommen die Samen wieder raus. Wenn wir sie verkochen, nicht. Deswegen immer wichtig, erstmal es zu verbrauen und das Essen anderweitig beizuschaffen. So, aber jetzt dürfte es langsam laufen. Die Leute haben was zu trinken und zu essen. Was sagt oben die Farm? Die ist oben. Die sagt, es ist noch ein Pilz dort, der jetzt gerade abgeholt wird. Sehr schön. Was für ein Krampf, ich sag's euch. Steinvorräte füllen sich. Das ist schon mal sehr gut. Deswegen bauen wir jetzt hier Workshops. Und zwar brauchen wir jetzt endlich mal Masons. Also M-Mason Workshop. Aus Gabbro. Noch ein Mason Workshop daneben gleich. Und da drunter ein. So. Jetzt haben wir hier drei Masons. Und Quartz Dwarfs Workshops gibt es auch gleich noch hinterher. Drei Stück. Gabbro und hier einen auch aus Gabbro. So, damit ist erstmal das hier dafür gesorgt. Hier neues Workshops hier oben, und zwar brauchen wir wieder Kitchen mit Z. Gabbro Kitchen und Stills. Nein, das ist Siege Works. Still ist L. Hier Still Gabbro und hier eine Still aus Gabbro. So. Was wird eigentlich hier alles gelagert? Longland Grass, Red Wheat, White Strawberry, noch mehr Red Wheat und Dimple Cup. Gucken wir mal kurz in die Küche. Plump Habits Spawn nicht verkochen. Bloß nicht. Pigtail Seeds auch nicht. White Strawberry können wir verkochen. Red Wheat können wir verkochen. Longland Grass. Und das war's. Oh, wir haben Zwergenwein. Sehr schön. Sollten die Leute wieder etwas zufriedener sein, beziehungsweise zufriedener werden. Wird noch gebraut? Nein. Wir haben natürlich wahrscheinlich wieder nichts zum Verbrauen, oder?
Doch, wir haben noch 12 Plants. Kitchen, wir haben doch noch Plant-Permits, ja. Gut. Hier werden Sachen gebaut. Wie mache ich das jetzt am klügsten? Ich wollte eigentlich hier unten... Ah, wisst ihr was? Ich mache jetzt mal Folgendes. Und zwar hebe ich die ersten Schlafkammern aus. Hier drüben. Digging. Oder Mining besser gesagt. Ja. So. Und so kommt man in die Schlafkammern. Und jetzt muss ich kurz überlegen. So, das wäre dann der Raum. Nein, halt. Das hier weg. Dick. So, hier die Verbindung dann. Und hier nochmal. So. Jetzt machen wir Remove. Kurz überlegen, wie war das nochmal? Die Zimmer war, glaube ich. Na, erstmal machen wir das hier wieder weg. So. Machen wir das doch nochmal weg, die Verbindung. Bis wir nämlich die Zimmeraufteilung haben. Und so ist schon mal ganz falsch. Nochmal von vorne. Man kann das übrigens auch mit der Maus machen. Mache ich vielleicht am besten auch mal. So. Gut. Und zwar brauchen wir ein Zimmer. Das Ganze sieht dann nämlich so aus. Ups. So aus. Das heißt, wir brauchen hier noch ein Zimmer. Das war zu schmal. Hier noch ein Zimmer mit einem Gang hier hinterhin. So. Genau, so muss das Ganze aussehen. Und auf der anderen Seite dasselbe nochmal. So. So. Gang. So. So, so. So. Genau, da sind das 3x3 Zimmer. Und das ist schon mal ganz falsch hier, oder? Ja, hier muss doch weg. Genau. Also müssen wir mit X Remove machen. Und mal hier removen. Und hier removen. Müssen alle drei Felder durchremoven. So. So, so. Und hier nicht. So. Jetzt müssen wir auch hier durchremoven erstmal. Soweit wie wir Zimmer haben wollen. So. Und so. Und so. Das hier kommt übrigens ganz weg erstmal. Jetzt machen wir wieder mit Dick. Machen wir hier die Zimmer hin. Mit der Maus. So. Und so. Hier den Gang zu den Zimmern. Und die Zimmer da, die beiden, die lasse ich mal weg. Denn so haben wir auf jeder Seite 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. 7. 5 wären ausreichend. Am besten wären natürlich 10. Aber 7 auf jeder Seite macht 14 erstmal. Das dürfte erstmal reichen. Deswegen machen wir jetzt mit Dick hier den Rest zu einem Raum. Nämlich zu einem Trainingsraum nachher. Das war zu viel des Guten. So. Trainingsraum. Und irgendwie muss man den Trainingsraum ja auch betreten können. So, deswegen hier. Und hier einen Durchbruch machen. So. Gut, jetzt haben unsere Beine auch wieder was zu tun. Wir können dann nachher unsere Betten verlagern. Und auch das Büro von unserem Bookkeeper wieder woanders hinsetzen. So, sind die Mason Workshops sind noch nicht gebaut. Wäre auch zu schön gewesen. Denn wir brauchen jetzt langsam mal Türen und Steintische und Steinstühle oder Throne. Damit wir den Speisesaal einrichten können. Und auch sonst alles. Und da sieht man, die Hundewelpen folgen ihrer Mama. So. Was sagen die? Die sagen, wir haben endlich was zu trinken. Nur Platz haben wir zurzeit keine. Das ist echt mies gelaufen mit den... Ja, mit den... Mit dem Handel, genau. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Und wir haben gerade keine Plump-Helmet-Seeds mehr, weil alles wieder... Ach doch, wo sind denn die? Sind die doch alle hier in der Küche etwa? Ach, das war falsch. View Items in. Nein. Die werden wahrscheinlich irgendwo gerade unterwegs abgeholt. So, ich hätte mal gerne demnächst meinen Mason fertig gebaut. Dazu gehen wir mal kurz wieder über U zum Stone. Bist du der Stonecrafter, der auch Mason ist? Ja. Dir nehmen wir mal kurzzeitig das Stonecrafting weg, damit du die Mason Workshops hier unten mal errichtest. Denn für dich habe ich jetzt neue Aufgaben. Wie ich gesagt habe, wir brauchen Steintüren, wir brauchen Steintische und so weiter. Und ich habe mich irgendwo verbaut. Merke ich gerade. Das Ding ist nämlich viel größer als das hier. Naja, soll egal sein. Dann kriegen sie halt eine etwas größere Trainingshalle, als ich zuerst geplant hatte. So, es wird aber auch endlich mal Zeit, dass wir uns mal wieder um die Verteidigung und so kümmern. Deswegen gebe ich erst einmal mit D einen Channel-Befehl. Und zwar hier oben. Gucke ich mal kurz runter. Und zwar von hier bis hier. Bitte mal alles wegchanneln. Oh, es wird sogar gleich losgechannelt. Wem auch immer ich einen Miner Auftrag gegeben habe, wer minert denn jetzt alles? Dick Channel, Dick, Dick. Ja, der Weapon und der... Ja. Dem General gebe ich jetzt noch eine Dick... Die Dick-Erlaubnis. General, Zoom to Creature, Mining. So.
Mist, geht nicht. Wir haben gar keine Picke über. Ja, gucken wir mal, wie hier dann langsam alles abgetragen wird.